stand da eben nicht. Ist wahrscheinlich Quatsch. Aratak, aber eine redet er mit uns? Ich möchte von euch nicht mehr so etwas hören. Zweifel wiegt mehr als der Schnee einer Woche. Vergebt mir, mein Häuptling. Wir sind für den nächsten Versuch bereit. Aber das wird kein Versuch sein. Es muss gelingen. Versteht ihr das? Mein Häuptling. Gut. Tag auch. Fremde. Ich nehme an, du willst reden? Nein, ich will nur anstarren. Deswegen stehe ich direkt neben dir. Macht man ja so. Warte mal, jetzt ist was? Ja, ja, kann der Schamane da unten mal eben verschwinden? Naja, ja, kann der mal eben kurz aufhören? Die Experimentation kann den Berg, okay. Ich würde ja erstmal guten Tag sagen, ne? Aber gut, fragen wir mal. Kam dein Verak von diesem Ort? Nein, wir haben die meisten Jäger aus Ban-Ur versammelt, um den Dämon zu bekämpfen. Ich wurde hier geboren und habe die Kaja bekämpft, während andere in die Berge flohen. Ein paar meiner Krieger sind mir noch treu. Die überlebten. Apropos? Du willst unbedingt zum Berg zurück? Darauf gab ich mein Wort. Und das trotz des hohen Risikos. Welches Risiko? Sterben? Es wäre ein schlimmes Schicksal, unsere Köpfe zu senken. Und zu sagen, zu viel. Ich habe das Gefühl, die ziehen gegen eine Macht, von der sie noch nicht mal wissen, was es ist. Und das finde ich viel erschreckender, dass die da so blind reinrennen, weil dann können sie sich auch gar nicht vorbereiten, was sie da erwartet. Also von daher, ja, der Dämon. Dieser Dämon, von dem du sprachst. Wenn du zäh genug bist, dann wag dich raus und such selbst nach Zeichen. Er hat die Maschinen verändert. Sie wilder gemacht. Stärker. Aber was ist da? Das sollen die Schamanen klären. Hat das was mit Verderber zu tun? Das ist halt die Frage, ne? Dark Knight, einen wunderschönen guten Abend. Wünsche dir, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, dann fragen wir mal wegen Urea. Denn wir, obwohl sie ist ja verschwunden, ne? Urea weiß von diesem Dämon. Wo kann ich sie sprechen? Sie macht Schamanenarbeit. Schamanenarbeit. Nicht für die Augen und Ohren anderer bestimmt. Erst recht nicht die einer Fremden. Das heißt, er will gar nicht zugeben. Also der andere, der Berggrund, der hat uns, der Händler hat uns ja erzählt, der da hinten, ach, den könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, ich bin davor, der steht hinter mir. Der Händler, der steht direkt hinter mir, der weiß, dass ich die Taschen immer voll habe und sagt sich, willst du, bin ich dich erleichtert hier, bitte, ich bin da, ich kaufe dir Sachen ab. Der hat ja gesagt, dass sie verschwunden ist und keiner weiß so genau, wo sie ist. Und er will das wahrscheinlich, wenn er jetzt zugibt, dass er nicht weiß, wo sein Schamane ist, dann ist das traurig. Aber es stehen ja noch genügend Schamanen hier rum. Sangesgrund? Es gibt noch andere Viraks in Sangesgrund? Ja, das Dorf ist eigenständig und bietet den Banuk Handel und Schutz. Als der Krieg vorbei war, entstand es aus einem ehemaligen Lager, so schnell wie die Blüte zwischen Frösten. Vielleicht überdauert es, bis die Kaja wieder Krieg suchen. Ist das ein gebautes? Das sieht aus wie ein Strommast hinter mir. Das ist aber tatsächlich von den Banuk gebaut, ne? Wenn ich das richtig sehe. Okay. Gut, ich denke, das war's dann. Das war's. Er erzählt ja nicht mehr. Lieber Taten als Worte. Richtig. Richtig. Das ist ziemlich. Okay, Okay. Wo ist das Questzeichen? Aha. Leider müssen wir raus. Oh, okay. Was ist das denn? Um zu erfahren, wie dieser Dämon die Maschinen beeinflusst, muss ich Urea finden. Und dafür muss ich mit ihrem Lehrling sprechen, der nach Norden gegangen ist. Langhälse zu jagen macht keinen Sinn. Okay. Kann sie nicht töten. Die Färben hier. Dann muss das da ständig ausgetauscht werden, das Wasser. Ist das unterirdisch? Kann man hier rein? Kann ich? Aber Aloy kann nur schwimmen, ne? Tauchen kann sie erst im zweiten Teil. Oder nicht. Das war's fürs Erste. Gut aus. Der Dunst lüftet sich. Der Dunst lüftet richtig strahlen. Okay. Ich meine, sonst würde das doch irgendwann eine Farbe annehmen und dann können sie gar nichts mehr färben. Abgesehen davon, dass das früher eine ganz eklige Sache gewesen ist. Vielleicht haben sie aber auch Naturfarbstoffe. Ich weiß nicht. Fremde, warte! Ja. Warte einen Moment! Bin hier. Wer bist du? Kamut. Die Waffe von dir, Fremde. Der Speer. Ich kann das blaue Licht darin sehen. Aha. Du bist nicht der Erste, der Interesse zeigt.
Finger, ich habe sie gebaut. Dein eigener Entwurf? Und doch bist du keine Schamanin? Nein. Eher kreativ. Nicht jeder versteht den Funken im Metall, das Lied, das dem Metall innewohnt. Aber es könnte verbessert werden, modifiziert, mit der Hilfe der Alten. Nördlich von hier ist eine Höhle, ein Schacht im Schnee. Darin ist ein Nest von Metallvögeln. Finde einen Vogel, der noch vollkommen unversehrt ist. Such eine Schiene darin, die so lang ist wie dein Speer. Mehr kann ich nicht sagen. Eine Schiene von ein paar Metallvögeln besorgen. Nichts Ungewöhnliches. Sind das wieder Glitzervögel? Der Schnitt ist ein erbarmungsloser Ort. Okay. Oh, der Langhals ist hier vorne. Was Neues von der Jagd? Die Herde ist nicht weit vom Lager. Ja, dieses Mal bleiben sie zusammen. Dann warten wir. Ich wette, wir finden einen allein. In Ordnung, ich halte heute Wache. Banuk Wanderer. Stürmer. Ah, hier sind aber auch Vertraute. Das ist schön. Hier sind auch vertraute Tiere. Unsere erste Ziege. Es tut mir leid. Ich werde auch alles von dir brauchen. Also werde ich... Eise benutzen. Oh, ist die süß. Oh mein Gott, es tut mir leid. Okay. Das ist eine richtige Bergziege. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Ja, wir brauchen das. Okay, sehen die Heilpflanzen hier anders aus? Die Ziegenbeutel. Okay, lassen wir den wieder langsam füllen, weil die Tiere hier ein bisschen mehr drauf haben. Okay, das war eine Ziege und ich glaube, Ziegenknochen war genau das, was wir brauchten, ne? Eine Ziege war das schon mal. Stürmer, ja? Ja, ja. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Brauchen aber jetzt gerade keinen Stürmer, sondern Ziege. So, aufpassen, weil die Stürmer so aggressiv sind. Ich brauche noch einmal Knochen. Ja, ja, ganz ruhig. Ich krieg dich wieder ein. Ziege. Keine Haken schlagen. Mist. Ich meine nicht Mist. Oh. Immer schön leise. Was? Okay. Ich brauche... Was ist das denn? Das andere ist ein Waschbär. Ich will den Dachs. Ein Schneedachs? Ich weiß, dass es das nicht gibt. Sieht gut aus. Ja, aber wir brauchen die Knochen davon. Sonst kriegen wir die anderen Sachen nicht. Ich will ja die Goodies haben, die der Händler hat. Wenn wir schon mal hier sind. Bist du ein Dachs? Nein. Ach, hat nichts. Das müsste, glaube ich, grün sein. Ich meine, das Fleisch können wir auch gebrauchen für Tränke, aber trotzdem. Und so verirrte sich Rotkäppchen im Wald. Schwein. Das ist ein Fuchs, das ist ein Dingsbums. Da ist eine Ziege. Es sei denn, es ist eine Ziege, die hierher gehört. Ich hoffe mal nicht. Und wieder nichts Grünes, verdammt. Oh, was ist das denn? Oh, lila. Manchmal sehe ich furchtbare Bilder darin. Pigment, alles für Sekuli. Ja.
Okay, damit haben wir schon mal helles Salz. Also wir müssen hier sowas suchen, so geysiermäßig, wie sie gesagt hat, ne? Okay. Alles klar. Die folgenden Sendungen verschieben sich um 2 Stunden. Nein. Ich will da nur ein paar Sachen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Vielleicht sollten wir mal eben gucken. Die Schritte da eben, das ist der Langhals schon, ne? Sollen wir uns den Langhals mal eben holen? Überflutet. Oh, das würde ich auch gerne, weil ich finde das schön hier, das Gebiet. Warte mal, das ist Banuk. Wer bist denn du? Warte mal, welcher Händler ist das denn dann? Waren wir da schon oder waren wir noch gar nicht? Okay, ich renne mal eben in die andere Richtung. Ich bin sofort wieder, also wir gehen sofort, es geht gleich weiter. Jetzt habe ich instinktiv R gedrückt. Ich wollte nachladen. Ja, toll. Ich bin auch so ein Spezi. Halt, Heilung. Warum wir müssen unsere Tasche wieder füllen mit Heilung. Da oben drauf natürlich. Was frage ich eigentlich noch oder was wundere ich mich eigentlich noch, wo die Händler überall sind? Hi. So, hast du bestimmt auch irgendwas Neues. Oh, wir kriegen gerade. Ich hole die Sachen mal im Quatsch. Ich baue die mal eben auseinander, die Schatzkisten. Weil. Haben wir sogar wieder Platz für? Dafür haben wir keinen Platz. Dafür haben wir auch keinen Platz. Dafür haben wir auch keinen Platz. Okay, das waren die ganzen. Ich hätte die von hinten aufräumen sollen. Schockfalle. Nehmen wir raus, weil die grünen Waffenmodifikationen, ganz ehrlich, die können wir auch alle wieder verkaufen. Ach, die hatte ich noch gar nicht aufgemacht. Das waren die Belohnungskisten. Für die Metallblumen. Oh, ein paar nette Sachen drin. Nicht. Da bleibt wieder was übrig. Oh. Ein Stein ist da jetzt noch drin. Immerhin. Und sonst so? Waffenspule. Wir sind schon wieder voll. Das war eigentlich der Grund, dass ich dann zur Not verkaufen kann an den Händler. Ja, wir sind echt voll mit Waffenspulen. Natürlich. Jetzt sind da nur noch grüne Waffen-Dingsbumsens drin. Alles klar, okay. So, was hast du denn? Schlechter. Hatten wir den auch schon, den schlechter Bogen? Ja, doch. Den Powerschuss, den möchte ich gerne haben, aber Blauglanz haben wir ja noch gar nicht. Verdammt. Warte mal. Aha. Okay, das ist interessant. Die verkauft das nur gegen Blauglanz. Aha. So, Modifikationen. Die grünen können auf jeden Fall schon mal wieder weg. Zack. Die kann weg, die kann weg, die kann weg. Die kann weg, die kann weg. Die kann weg. Das und das. Und das. Und das war's. Jetzt haben wir wieder Platz. Und das andere, die wir alle in der Tasche haben, das sind alles grüne Modifikationen. Die Sachen behalte ich nochmal. Das ist echt nur Verkauf gegen Metallscherben. Na gut.
Und diese Maschinenkerne, ne? Wo sind die denn jetzt da? Die sind, glaube ich, auch noch verkauft gegen Metallscherben. So, sehr gut. Okay. Das heißt dann wahrscheinlich nur, dass das ein DLC-Händler ist, ne? Dass es andere Händler sind, Kennzeichnungen sind, alles klar. Weiter geht's. Was ist denn das für ein Symbol? Warte mal, da hinten ist das Lagerfeuer. Das Lagerfeuer holen wir uns mal eben. Das haben wir auch gerade. Sehr schön. Was ist das da hinten für ein Symbol? Was ist das? Kontrollturm. Was ist das denn? Dieser Turm ist eine Art Sender. Aber was sendet er? Ein Kontrollturm? Da ist der Langhals irgendwo. Okay. Was ist denn der Kontrollturm? Ich muss den Turm überbrücken. Kontrollieren. Okay, wenn du sagst, mach ich. Wer kontrolliert die Viecher? Diese Möpfe. Einfach so von hinten. Der Impuls verleiht ihnen Energie. Er repariert sie. Was? Selbstheilung? Das gibt's nicht. Wer macht denn sowas? Muss ich den vorher aus... Warte mal, bevor ich die bekämpfe... Kann das sein, dass ich das... Dass ich den bearbeite... Ich muss ihn kaputt machen. Ich muss zum Turm kommen. Ihn überbrücken. Ah, das schaffen wir nicht. Mist. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das dauert zu lange. Aber der heilt die immer wieder, die Viecher. Aber das sind 4 Stück. Oder wir müssen die... Eieiei. Aber ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würde. Das, der macht das so lange, ne? Warte. Mist. Mist. Ich weiß zwar nicht, wie es funktioniert. Aber ich weiß, wie man es beendet. Wäre überbrücken besser gewesen? Hätten wir dann irgendwas gekriegt? Verdammt, ich werde es nicht rausfinden. Ja, da guckt ihr blöd, ne? Jetzt hätte ich doch schon ganz gerne gewusst, was das macht. Gegen was waren die nochmal empfindlich? Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Hinten. Hört ihr nicht, dass ich ihn da hinten in den Hintern reinschieße? Okay. Sind die auch zu weit von der... Oh, die hinterlassen Spuren im Schnee. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Ich komm hier raus. Großartig.
machen. Das war witzig. Ja gut, der schon noch, weil der sein Schild noch hat. Jetzt wieder nicht. Okay, das finde ich witzig. Ist doch vorher noch nie aufgefallen. Oder sind die anders hier? Mist, jetzt hätte ich fast eben ihn am Bauch gekitzelt. Das Schöne ist ja, dass sie relativ schnell immer die Aggro verlieren. Okay, der ist weg. Ich will mir den Turm noch einmal angucken, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwas rausholen können. Wäre das besser gewesen, ihn zu überbrücken? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ups. Nackig. Habe ich gerade in den Weichteilen getroffen, kann das sein? Ja. Von denen habe ich keine mehr. Habe ich. Tatsächlich. In der Tat. Und das tat weh. Und den auch. Also man muss sie genau unten treffen, dann hat man sie down. Kann ich ihm jetzt den Stoß verpassen oder kriege ich ihn auch nicht schnappt? Nein, das geht. Für dich habe ich da noch was. Komm mit. Komm, bleib schön hier. Komm. Nein, 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 komm. Komm. Hier. Komm, 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 komm. Ja, komm ran. Komm, ich kann die Fallen noch nicht abbauen. Mach das bitte. Nicht. Ha! Ah, der verliert schon. Oh, das geht. Die sehen anders aus hier, ne? Definitiv, weil die auch diese lilanen Dinger da haben. Also die sind anders als unsere, auf jeden Fall. Also als unsere, ja. Als unsere. So, damit haben wir die. Und durch den tiefen Schnee geht sie auch ganz anders. Ich meine, das ist alles klar und logisch, aber dass das hier eingebaut ist, ich finde so toll. Gar nicht mal schlecht. Wird das schon dunkel? Kann ich natürlich gar nichts mehr damit machen, ne? Und auch nicht mit interagieren. Verdammt. Vielleicht hätte ich das. Was ist das? Ein Metallgefäß. Metallscherben. Metallgefäß. Ach so, das hat einfach nur geleuchtet. Okay. Okay, okay, okay. Mhm. Spule. Okay, den nächsten Turm. Egal. Komm mal, was da wolle. Da muss ich zuerst die Viecher versuchen zu erledigen oder wegzulocken. Und es einfach mal probieren. Das würde ich echt zu gerne. Was dann passiert. Einfach um rauszufinden, was passiert. Gibt noch mehr davon, kannst du ausprobieren. Ja, das glaube ich, dass es da mehr von gibt. So, da oben ist der Langhalt. Nee, falsch. Ja, von wegen da oben. Hier ist so ein Tal. Dann hätte ich hier lang gemusst. Da ist ein Lagerfeuer. Und da ist... Okay. So, lass mich mal gucken. Ich meine, wir wollen doch nur... Wir wollen doch, sind doch neugierig, oder nicht? Da ist was Lilanes. Tierfigur. Diese Tierfigur. Die Form kommt mir bekannt vor.
Und? Werden die Touristen zurückkehren? Oh. Ja, aber wir müssen eigentlich zurück, weil wir haben dann das DLC wenigstens noch am Schluss. Ne? Also wenn wir mit der Story und der Hauptstory auch weiter sind und voran sind, dann bleibt uns ja immer, uns bleibt immer noch das DLC. Das wäre doch umso schöner. Aber das hier ist alles. Oh mein Gott. Sammeln Datenpunkte. Ich liebe es. Was ist das? Secure.com, EVZD, hatten wir das nicht? Das war noch vom letzten. Ach so. Oh, ja. Oh, das Traurige. Oder General gesagt hat, dass er dafür gerade stehen möchte. Das war was? Trauer um Moskitos. Das hatten wir auch gelesen. Das weiß ich. Ich weiß nicht, warum das jetzt schon wieder als ungelesen gilt. Da haben wir noch eine Glyphe, da wollen wir noch nicht rüber. Unsere erste Frozen Wald. Was ist das? Werden die Touristen zurückkehren? Zum Lesen, okay. Datum 1. März 2045, Kontakt Marnie Jeffords. Mammoth Hot Springs Roosevelt, Wyoming, ne? Brückbogen schwebt über der Straße zum Nordeingang des Yellowstone-Nationalparks. Während seiner Blütezeit passiert monatlich mehr als 100.000 Menschen diesen Bogen auf ihrem Weg zu solch gefeierten Wahrzeichen wie dem Geysir Old Faithful, dem mächtigen Yellowstone River und der leuchtenden Grand Prismatic Spring. Seit Präsident Ulysses S. Grant im Jahr 1872 das Gesetz unterzeichnete, welches zur Gründung des Yellowstone-Nationalparks führte, hat das Gebiet Waldbrände, Weltkriege und Erdbeben überstanden und über 150 Jahre lang Naturfreunde aus aller Welt angezogen, bis Umweltprobleme die gesamte Welt ins Chaos stürzten. Im Jahre 2031 zog die Bundesregierung die Förderung des Parks zurück und überschrieb dem Bundesstaat Wyoming das Gebiet, woraufhin die Besucherzahlen stark zurückgingen. Die zuverlässigen Ausbrüche des Old Faithful zogen keine Besucher mehr an. Das Mammoth Hot Springs Hotel, in dem Gäste sich einst Bisonhackbällchen schmecken ließen, blickte verlassen über die Wildnis des Parks. In den 30er Jahren wurden mehrere Versuche unternommen, den Park zu privatisieren. Viele Firmen, darunter die mächtige Faro Automated Solutions, unterbreiteten Angebote. Nachdem Ferros Angebot 2040 abrupt zurückgezogen wurde, stellte man den vernachlässigten bundesstaatlichen Schutz von öffentlichen Parks im Rahmen der Linderung des Klimawandels durch technologische Mittel wieder her. Während die Welt sich mühsam erholte, wird Yellowstone ihr nacheifern. Nächste Woche wird der Park erneut an die Regierung der Vereinigten Staaten überschrieben, wobei Faro Automated Solutions die Übergabe finanziert und als Geldgeber für bislang nicht näher angegebene neue Einrichtungen fungiert. Der Tourismus profitiert bereits von diesen Verfahren und schon bald werden das Mammoth Hot Springs Hotel und der Park selbst wieder vor Besuchern strotzen. Wir freuen uns auf ihren Daten beschädigt. Dafür werden sie was anderes gekriegt haben. Dafür werden sie definitiv was anderes gekriegt haben. Eieiei. Oh, die traurige Geschichte geht weiter. Und apropos, wir müssen auch nochmal, apropos traurige Geschichte. Was bist du? Ein Eichhörnchen. Haben wir schon mal ein Eichhörnchen? Also, ich meine, haben wir hier schon mal irgendwo Lanzenhörner? Oh, Ziege. Grün. Wir haben die Ziegenknochen. Okay, das waren die Ziegenknochen. Das sind die Lanzenhörner, die will ich nicht. Und da haben wir... Alles klar, da haben wir das nächste Dings. Was ist da drumherum? Mein Atem gefriert. Noch bevor ich überhaupt ausatme. Was heilt es diesmal? Ziege. Haben wir eigentlich, ne? Nein, noch eine Ziege. Brauche ich jetzt nicht. Das sind zwei nebeneinander. Oh nein, das sind die. Du kannst es ja nicht. Na, das wird ja lustig.
Okay, ich muss es riskieren. Ich habe ja gespeichert. Ich speichere nochmal, weil ich Pfeile gemacht habe. Da vorne scheint jetzt gerade kein Vieh zu sein. Vielleicht die beste Gelegenheit. Turm überbrückt. Kurzschluss. Machen wir es kurz. Ich hätte hinrennen sollen, ne? Das heißt, ach, der andere ist auch ausgeschaltet. Das heißt aber, nee, ist er nicht. Er hatte auch einen Kurzschluss. Ja. Okay, aber das macht nichts. Den können wir trotzdem ausschalten, weil ich weiß ja jetzt, dass das genau das gleiche Ergebnis ist. Mist. Komm schon. Bevor das Hühnchen uns entdeckt. Die Jagd ist vorbei. Jetzt kommt der Kampf. Weiß der genau, wo wir sind? Der weiß doch nicht genau, wo wir sind. Never ever weiß der. Hallo? Na? Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Wir haben ein Radar. Vielleicht eine Option, Lissy? Solltest du mal probieren. Ich kann auch leise sein. Man mag es nicht glauben. Aber oh, der hat diese Schneespur im Schnee. Guck dir das an. Es ist so genial. Ich liebe es. Es ist so toll. Da, diese Spur, die der im Schnee hinterlassen hat. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert.